junkfoodtaster.com und jetzt gibt es Suppiki, Thunfisch, Perpasta, Tomate. Ich soll hier was kochen? Pasta kochen, untermischen, fertig. Ach so, okay. Das ist also die Untermischung. Ah, jetzt verstehe ich das. Ich habe jetzt aber keine Pasta am Start. Oh Gott, ich esse es so. Okay. So, das hat gekostet, das wollte ich immer sagen, das hat gekostet. Hier, das letzte, oh Gott, jetzt habe ich wieder, das letzte ist es. Thun per Pasta, 1,69. Nee, geht nicht ab. Okay, extrem ölig das Zeug. implodiert, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das implodiert. Extrem weich. Ja. Eine Tomate ist drin. Ja, gut, egal, jetzt esse ich's. Es ist eigentlich eine Zutat für Pasta. Egal. Das Zeug ist hammersalzig. Verstehe ich jetzt nicht. Guck mal hier. Hier steht Salz gar nicht drauf. Doch hier, Salz. Oh nee, das ist hammersalzig. Viel zu salzig. Und viel zu fettig. Nee, das ist viel zu hammersalzig. Und das habe ich auch schon mal gesagt, irgendwie widerspricht sich das. Öl und Frucht. Nicht, das ist eine ölige Frucht. Ich meine, vielleicht gibt es da ein paar Leute, die das echt gut finden. Ich finde das echt, ich gebe es empfehlen. Ja, selbst wenn man, ich würde das auch nicht an meine Pasta rühren, ehrlich gesagt. Ja. Okay, jetzt erzähle ich es nochmal von England. So, I just reviewed the Suppiki. Suppiki is a tuna. And normally, I misunderstood this. I was thinking this is in there, but actually, you need some pasta. Need some pasta on your own, and then you mix this stuff with your pasta. They are very big now in like advertising. The fishing. The problem with this product, why it got the fail, is just wondering. Okay, the problem is that it's far too salty,
And for me, I'm not getting it. Why would you? Like, it's fruity and extremely oily, as you can see. And for me, this is a contradiction. Yeah. But the main reason is it's salty like hell. Okay, if you have ever tasted this, you could rate it. First link in the description. Oh, thank you very much.